Ah, hallo Melik. Ja, hallo, lieber Franz. Wie geht's Grüß dir? dich. Gestern habe ich ein Bild kreiert. Ich mache Innovations, versuchen wir jetzt Promo zu machen, jeden Tag in den Social Media Kanälen und so weiter. Und da habe ich im Internet habe ich Sprüche kreiert, die ich dann reinposte. Und ich zeige dir jetzt ein Bild, was ich Oh gemacht ja, habe. bitte. Ich habe ein Bild gesehen und das ist eigentlich ganz anders gemeint und ich habe es dann umgekehrt, weil ich das Richtige machen will. Und das Bild spricht wahrscheinlich vielleicht für sich. Ich habe es dir privat geschickt. Und den letzten Satz, den habe ich hinzugefügt, weil die Leute, die haben sich wahrscheinlich 10 Minuten lang geschämt und dann haben sie sich 3 Stunden Aufräumen gespart. Und ich präsentiere hier eine Wohnung und sage, ich habe es richtig gemacht. Und das ist meistens der schwierige Weg und den bin ich bereit zu gehen und ich opfere mich auf, Entschuldigung, indem ich halt sage, weißt du was, ich versuche ein Konstrukt aufzubauen, in dem ich es anderen Menschen ermögliche, diesen Weg auch zu gehen. Deshalb ist der Weg das Ziel und nicht das Ziel. Ja, Und weißt du, Milik, ich kann mich auch sehr gut erinnern. Das ist eine ganz bestimmte Stufe beim persönlichen Reifegrad. Als junger Student, das war so bis zum Ende des Magisterstudiums, da ist es so, da kommst du dir besonders schlau vor, wenn du in allen Fächern, vor allem die, die dich eigentlich inhaltlich nicht interessieren, allglatt durchflutschst. Ja, nach dem Motto, die bestmöglichen Noten mit dem geringstmöglichen Aufwand mitzunehmen. Das ist dann auch okay, ja, du kannst dann mit deinem Zeugnis glänzen und sagen, schau mal, wie schlau ich nicht bin, ja, etc. Und da gibt es dann halt die Wettbewerbe mit den Mitstudierenden, ja, wie wenig hast denn du gelernt für deine gute Note und wie wenig habe ich gelernt aus der Perspektive. Aber es ist dann schon ein Unterschied, wenn es dann um wirkliche Inhalte geht. Dann geht es in Wirklichkeit nie, ohne dass du bei allem, was du tust, eigene Substanz dazu gibst. Und eigene Substanz heißt, dass du in die Materie hineinkriechen musst. Ja, das ist eine echte innere Auseinandersetzung mit jedem Konzept, mit jedem Begriff, mit jedem Teilchen, das dir vielleicht unlogisch vorkommt. Ja, und da muss ich wirklich verbeißen und da bleibt natürlich Lebenszeit hängen und da geht Energie drauf, ja, und da kannst du viele Dinge nicht tun, weil du das jetzt tust, ja. Und das ist genau dieser Punkt, dass du sagst, mache ich das jetzt nur so oberflächlich für ein Zeugnis, ja, oder um mein Sozialprestige ein wenig zu pushen, oder geht es mir um den Inhalt? Und dann wird das aber auch ein Teil der eigenen Biografie. Dann verwebt sich das mit dir selbst. Ja, dann kann es nicht mehr draußen bleiben. Ja, dann kommt es auch ins Innere hinein. Und das muss man auch bereit sein zuzulassen. Ja, dass man sein Leben in diese Richtung hineingibt. Ich finde das wirklich sehr gut, dass du das so präsentierst, weil letztens habe ich gerade Avatar 1 geschaut, weil ich erst Ja. die 2 schauen gegangen bin. Und das 2 werde ich natürlich nicht spoilern. Ich hoffe sehr, Ja, dass ja. du Wir die. müssen uns noch den Termin raussuchen, meine Frau und ich. Ja, Ja. aber wir haben vor, den im Kino zu schauen, ja. Nein, nein, genau. Das besprechen wir dann, wenn du zurück bist, weil ich. Nachher sage ich dir es dann reden wir darüber. Können wir gerne einen Podcast dazu machen? Genau. Mir geht es aber vor allem um das Eins, den ersten Teil. Ja. Dort sieht man, dass die wissenschaftlich unterwegs sind. Und die haben jetzt einen Soldaten dabei, der wissenschaftlich sein darf. Und die nehmen am Ende des Tages, nehmen sie sich ja immer auf, indem sie reflektieren. Und da siehst du, hey, ich bin wirklich müde, ich muss schlafen gehen, muss das jetzt wirklich sein? Und so sagt sie, ja, wir sind Forscher, wir sind Wissenschaftler. Zeichne das auf, das ist wirklich sehr wichtig, diese Aufgabe. Ja. Und
Das hat mir wirklich sehr gefallen, weil ich mich, weil ich uns schon gesehen habe, dass wir das auch machen werden. Na, Und freilich. diese Forschungsresultate dann auswerten und dann wirklich einen Mehrwert für unsere Nachkommen oder unsere Mitwirker, Mitstreiter, wie auch immer man das nennen will, und einen Mehrwert für alle generieren. Das war ein wirklich sehr schönes Bild zu sehen, dass solche Informationen uns weiterbringen, und gerade in Themen wie Kultivierung und so weiter, dass man verschiedene Ansichten hat. Und wenn man das auf, ich sage jetzt mal, nicht Big Data, sondern eben wie Smart Data das auswerten kann und dann wirklich zu einem Konsens oder, na, Konsens ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, einfach Daten und Informationen kriegt, die uns weiterbringen. Das finde ich wirklich sehr schön. Und dann ist wirklich der Weg das Ziel und man kommt gemeinsam vorwärts. Und das ist wirklich erstrebenswert. Und dafür gebe ich alles her. Was meiner Meinung nach für die Menschen das größte Geschenk sein wird, in dieser neuen Lebensform, in die wir uns jetzt integrieren werden, das ist, dass nach und nach immer mehr der heutigen alten klassischen Rollenbilder wegfallen werden. Und zwar vor allem die kommerziell geprägten Rollenbilder. Ja, also wenn bei dir etwas zu Hause kaputt geht, dann holst du dir einen Handwerker. Und da machst du einen Termin. Da verhandelst du den Preis, schaust, ob nachher alles funktioniert und das war's dann. Ja. Aber da gibt es kaum einen menschlichen Austausch. Natürlich kann man das. Also wenn zu mir einer kommt, der biete ich einen Kaffee an oder ein Bier. Ja, wenn er Zeit hat, plaudern wir ein bisschen. Ja, da ergibt sich dann schon was. Ja. Aber so vom normalen Ablauf ist das alles nicht notwendig, denn du gehst in ein Geschäft, sagst, was du haben willst, legst das Geld auf den Tresen und bist wieder draußen. Ja? Und so wird es dann eigentlich nicht mehr sein, sondern du bist dann in wirklichen Beziehungen mit Menschen, mit denen du gemeinsame Ziele hast. Aber wenn du heute in einen Laden gehst, kannst du nicht sagen, ich habe jetzt mit der Verkäuferin ein gemeinsames Ziel. Ja, die Ideologie sagt, der Kunde soll zufrieden sein. Hurra, schmeiß mir mein Brötchen rüber, da hast du das Geld. Ja, also, das kann es ja so nicht sein, ja. Und das ist, ich glaube, hier einfach einmal zu erkennen, welche Beziehungen sind überhaupt möglich. Wie kann man sich jetzt an die subjektiven Befindlichkeiten von Menschen achtsam herantasten? Ja, wie kann ich einen Menschen beispielsweise auch, sagen wir mal, der sitzt in der Natur und schaut in die Landschaft. Wie kann ich den jetzt achtsam ansprechen, ohne dass ich den störe? Wie erkenne ich, ob der zum Beispiel gar nicht angesprochen werden will? Ja, und solche Dinge. Also diese Feinheiten, diese feine das Vorfeldkommunikation, noch bevor ich etwas sage, bevor ich mich überhaupt annähere, müsste ich eigentlich schon spüren, will der das oder will der das nicht? Ich nenne das in meinem Buch die Egofeld-Penetration. Ja, genau, richtig, ja. Genau. Und das könnte man zum Beispiel durch Aura lesen oder so vielleicht sehen, indem man sieht, ah, okay, diese Person oder dieser Mensch, besser gesagt, möchte jetzt nicht gestört werden, weil sie jetzt, es gibt so eine Technologie, das ist so ein Button mit Bluetooth, und das kannst du mit deinen elektronischen Geräten. Also ich habe mir das wirklich gewünscht, als ich im Büro gearbeitet habe, habe ich so eine YouTube-Werbung gesehen, und die ist dann mit allen elektronischen und deinen Accounts verbunden, und wenn du auf diesen Knopf drückst, und dann leuchtet der rot. Und dann bist du überall auf Nichtstören eingeschaltet. Dein Handy, dein Accounts, deine Social Media Plattform etc. Aber vor allem auch deine Mitarbeiter, die dann kommen und sagen: Ach, der ist rot, den darf ich jetzt nicht stören. Und sobald du dann fertig bist aus diesem Fokus-Ding, klickst du drauf, ist alles wieder grün und schaltet alles wieder um. Und ich habe gerade das jetzt als Assoziierung genommen, weil der Typ, der dann da auf die Berge schaut oder was weiß ich. Meine Mutter war zum Beispiel so. Die kann stundenlang auf einer Bank, konnte auf einer Bank sitzen und in die Ferne starren, und sie war glücklich, sie war am Genießen. Und dann ist Das ist meine schön. Großmutter gekommen, die immer etwas machen muss, und die ist dann
Genau. Und wir müssen wieder weg. Und wir sind doch Ja. jetzt gerade hingesessen. dass man Da das. müsste man erstmal telepathisch anklopfen lernen. Oder man sieht es in der Aura und dann Ja. ist das ja alles auch Kommunikation, oder? Ja, freilich, aber das sind Kommunikationsformen, die wir verlernt haben oder gar nie wirklich gelernt. Genau, im Buddhismus sagt man zum Beispiel, wenn zwei Buddhas sich treffen, dann lächeln sie sich an und dann haben sie sich bereits alles gesagt. Und Schön. wir sind da und sagen, wie soll das gehen? Und entweder gibt es vielleicht nicht viel zu sagen oder es ist halt einfach eine andere Art von Kommunikation. Weiß es So nicht. ist es, ja. Ich kann noch nicht von eigenen Erfahrungen zehren. Ja. Oder gerade nicht. Aber weißt du, ich sehe das auch insbesondere mit Haustieren. Bei Tieren ist es ja so, da gehst du automatisch in ein emotionales Feld. Ja, da schaust du sie an, welche Körperhaltung nimmt sie ein, ja, gibt sie ein Geräusch von sich. Maunzt sie oder knurrt sie oder schnurrt sie friedlich vor sich hin. Also bei Tieren, vor allem wenn es die eigenen Haustiere sind, da kann man das doch nach einer gewissen Zeit einigermaßen einschätzen. Bin ich jetzt erwünscht oder bin ich unerwünscht? Will sie was von mir oder hat sie jetzt lieber ihren Frieden? Bei Menschen ist das in der Regel schwieriger. Menschen nehmen wir nicht so umfassend mit mehreren Sinneskanälen wahr, sondern eher wirklich nur Blick, die Augen und dann Ohr, wenn wir reden. Aber das emotionale Feld, wie fühlt sich der oder die gerade und warum, das ist da nicht unbedingt so integriert. Deshalb ehrliche und wahrhaftige Kommunikation. Richtig, ganz genau, ja. Und einem Sigma-Menschen, der will lieber alleine sein. Und dann ist es halt eben gut, wenn du herausfindest, was du für ein Typ bist. Auch jetzt zum Beispiel die Belbin-Methode, dass man, oder zum Beispiel die Farbtypen, ist ein bisschen einfach gestrickt. Aber dann das ist zum Beispiel sehr gut jetzt in einem Team, meiner Meinung nach, wichtig bei Star Connect herauszufinden, wie die Leute ticken. Dann weißt du auch, wie du mit Informationen zu denen herantreten darfst, sage ich jetzt, Ja. nicht musst. Dass man sich korrekt verhält und adäquat kommuniziert, damit es halt weniger zu Streit kommt und man wohlwollend ist und ja, in Harmonie miteinander. Und dass gegenseitig Respekt ist immer auf Augenhöhe. So ist es, ja. Alles andere meiner Meinung nach ist falsch. Richtig. Wegen dem, was du vorhin gesagt hast. Damit wir verstehen, wie wir das Ganze aufbauen dürfen, beziehungsweise den Transit anpassen an das Ziel, das wir erreichen wollen. Wie siehst du dann wenn Zeit und Geld obsolet wären, wir in absoluter Fülle wären. Es gibt kein Geld mehr, wir haben Replikatoren, jeder hat sein eigenes Haus, etc. Alles ist in Harmonie. Wie sieht dann ein Tag von dir aus? Ja, natürlich, weil, also praktisch komplett selbstbestimmt, nicht? Also das kann dann jeder Mensch selbst planen und einteilen und kann sagen, wie viel körperliches Training mache ich, wie ernähre ich mich, wo kriege ich meine Nahrung überhaupt her, beispielsweise. Was ist der Sinn? Der Sinn. Ja, der Sinn ist am Ende des Tages immer eine Verbesserung. Ja, und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, auf welcher Skala misst man das? Das ist natürlich immer subjektiv. Was entscheide ich jetzt, dass in meinem Leben eine Verbesserung ist? Das kann sein, dass ich sage, ich möchte mich besser ernähren, ich möchte mich weniger ernähren, ich möchte abnehmen, ja, ich möchte mehr trinken oder Wasser besserer Qualität trinken. Ja, ich möchte zum Beispiel irgendwo hin und andere Leute kennenlernen. Auch das wäre eine Verbesserung oder ein Ziel, das man haben könnte. Ja, man könnte sich mit Leuten treffen und gemeinsam irgendetwas durchführen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ich möchte
eine neue Fähigkeit entwickeln. Ich möchte zum Beispiel ein Instrument lernen. Ja. Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Ressourcen kann ich mir schon einmal aneignen? Videos, Erklärungen, Vorträge, Einführungskurse, ja, für Anfänger, wie schaut das aus? Dann nehme ich mal ein erstes solches Instrument in die Hand. Egal, ob das aus meinem Replikator kommt oder ob das irgendwer für mich zur Verfügung stellt. Und dann schaue ich mal, wie das abläuft. Ob ich das kann, ob mir das überhaupt Freude bereitet, ja. Ob es mein Leben bereichert auf diese Art und Weise, denn es ist eine Reise. Ich bin am Anfang kein Meister. Ich muss, also ich denke jetzt insbesondere an Violine. Ja, wir hatten in meinem Freundeskreis ein Paar, die hatten eine kleine Tochter und die hat Geige gelernt. Und wir waren da immer zu Besuch eingeladen und die hat dann immer geübt. Ich sagte, es gibt nichts Scheußlicheres, ja, als bei einem Anfänger, der Geige lernt, da zuzuhören. Da zieht es dir wirklich alle Zähne. Da kann man nur sagen, ja, das ist wirklich eine Tortur. Aber wir haben uns trotzdem versucht, gut zu unterhalten. Ja, mein Kollege hat gesagt, gerade vorhin, er hat gesagt, er war zu Besuch und da hat der Gastgeber eine Katze, die war die ganze Zeit nur am Miauen und du kannst gar nichts machen. Du kannst sie füttern und dann ist sie für 2 Sekunden ruhig und nachher ist sie die ganze Zeit am Miauen. Und er kann nichts machen, er kann sie nicht, ist eine Hauskatze, also die gehen nicht raus, du kannst sie nicht gut in ein Zimmer einsperren. Und er hat gesagt, ja, da mussten wir durch. Und ich so, okay, ich weiß, wenn wir einen Termin miteinander haben, mit diesem Typen, dann gehe ich sicherlich nicht zu ihm nach Hause. Weil ich höre immer das, was ich nicht hören sollte. Ja, also meiner Meinung nach kann man da schon auch was tun. Es gibt so ganz kleine Laserpointer. Ja, die sind das ideale Katzenspielzeug. Also wenn du mit der ein bisschen da vor der Nase rumleuchtest, ja, dann kannst du sie schön ablenken, dann ist wenigstens das Miauen weg. Also so, du weißt, ich habe einen Katzen-Sind-Doof-Kanal und Ich weiß, ja. es gibt Katzen, die springen nicht drauf an, denen ist das scheißegal. Ehrlich? Die haben ihre eigenen Regeln. Das ist natürlich unangenehm, ja. Ich denke, dass es verschiedene Arten von Zielen gibt. Ich habe es extra ein Natürlich, bisschen. natürlich. Es gibt, wie gesagt, das individuelle Ziel, beispielsweise, und es gibt auch kollektive Ziele. Weil du kannst ein Ziel mit deiner Partnerin haben, mit deiner Familie, mit deiner Wohngemeinschaft, mit deiner Wohnstraße, mit einem Teil deiner Gemeinde. Es ist dann immer die Frage, welches Ziel man sich gemeinsam vornimmt. Es gibt noch höhere Ziele, und zwar, was ist der Sinn des Lebens? Und wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Und jetzt gerade konkret, wenn du so eine Lebensgeschichte von Buddha Shakyamuni anschaust, was hältst du von diesem Lebensziel, dass man sogar seinen Benti, seinen Körper hinterlässt und ins Nirvana geht, dass man sich so hoch kultiviert, dass man nicht mehr reinkarniert wird auf diesem Planeten? Ich kann das versuchen nachzuvollziehen. Also wenn du sagst, ich habe das jetzt alles schon durch und ich brauche das alles nicht mehr, ja, dann kann das ein Grund für eine solche Entscheidung sein. Nur ich muss dir eines sagen, in der Situation, ich selbst wäre dann wahrscheinlich der Bodhisattva. Ja, ich würde dann wieder freiwillig zurückkommen und sagen, das kann es ja auch nicht sein. Ja, jetzt kümmere ich mich noch ein bisschen um die lieben Zurückgebliebenen ja, und schaue, was ich für die noch tun kann, weil einfach nur wegschweben und sagen, danke, das war's, das wäre mir ehrlich gesagt zu wenig. Ich halte diesen Nirvana nicht für besonders interessant, muss ich dir ehrlich sagen. Also Kennst es anderen gar nicht. Spaß. Du kennst es ja gar nicht. Du weißt gar nicht, von welchem Fleckchen in diesem gigantisch großen Universum, das du stammst und was du dort für eine Familie hast. Und Ja, diese. ich kenne Berichte von Verstorbenen. Ja, du kennst ja von eben Alexander, ja, diese Bücher und auch andere.
die wunderbare Landschaften beschreiben, ja, und ihre Seelenfamilien und so weiter und so weiter. Aber jetzt sozusagen einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich komme da jetzt gar nicht mehr her, ich bleibe jetzt auf ewig drüben, das glaube ich, dass das nicht so ganz meins wäre, ehrlich gesagt. Aber machen wir da das nächste Mal weiter. So lange haben wir nicht mehr. Ist Ein gut. schönes Thema. Schön. Bis Ja, gleich. dann bis gleich. Bye bye.